Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knight. Ja, mal gucken, was können wir denn mal machen? Ich werde nach den Ver Ja, gut, das anscheinend nicht. Wieso ist das nicht abgeschlossen? Irgendetwas stimmt nicht mit Azraels neurologischem Muster. Ich sollte zum Uhrenturm, um es mir am Bat-Computer genauer anzusehen. Ach ja. Vielleicht ein Hinweis auf eine Krankheit, Sir, oder etwas Schlimmeres. Ja, da wollte ich wohl eine Abkürzung nehmen. Was zur Hölle ist das? Batman hat gerade. Finden wir wohl in Azraels Gehirn, Betsy. Wer weiß, vielleicht verbirgt sich ein böser Hofnarr darin. Klar, funktioniert nicht. Okay, gut. Wollte ich gar nicht benutzen. Identität bestätigt. Ich sende jetzt die Daten über Michael Lane. Ich bin kein Neurologe, Sir, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht aussieht, als würde es in ein Gehirn gehören. Es handelt sich um einen implantierten Mikrochip, der mit dem Schläfenlappen verbunden ist. Der Gehirnregion zum Speichern und Abrufen von Erinnerungen. Welche Erinnerungen? Beginne Visualisierung. Azrael, Bewahrer des Glaubens, Verteidiger der Reinheit. Der Orden von Saint-Dumas beschützt Gotham nun seit über 500 Jahren. Und es ist eine heilige Pflicht, unser Vermächtnis fortzuführen. Du hast den dunklen Ritter jahrelang studiert, seine Strategien erlernt, seine Taktiken analysiert, jedes seiner Manöver perfektioniert. Die Zeit ist gekommen, deine Mission abzuschließen. Nun finde Batman. Beweise ihm, dass du ein würdiger Nachfolger bist. Erst dann, wenn du das Vertrauen von Batman gewonnen hast, wirst du dein Schicksal erfüllen können. Er scheint keine schlechten Absichten zu hegen. Wollen Sie etwa sagen, dass diese Erinnerungen manipuliert wurden? Ja, ich kenne dieses Symbol aus Arkham City, Alfred. Es ist die Geheimsprache des Ordens. Sie haben Markierungen in Lanes Erinnerungen versteckt, die sein Verhalten aus dem Unterbewusstsein heraus verändern. Wenn ich die Markierungen finde, kann ich die Frequenz rekonstruieren und die Botschaft entschlüsseln. Indem ich die Markierung gescannt habe, wurde ein Teil der Frequenz rekonstruiert. Es funktioniert. Schon krass. Ein weiterer Teil der Frequenz wurde rekonstruiert.
fast geschafft. Es gibt vermutlich noch eine weitere Markierung, die ich scannen muss. Ich kann die Botschaft nicht entschlüsseln, wenn ich nicht alle Markierungen scanne. Das war's. Die Frequenz ist vollständig. Jetzt sollte ich die Botschaft lesen können. Jetzt bin ich gespannt. Der dunkle Ritter steht unserem Vorhaben im Weg. Hm. Er verhindert, dass das Böse in Gotham wahre göttliche Gerechtigkeit erfährt. Wenn du dich bewiesen hast, warte auf den rechten Augenblick und strecke ihn nieder. Nimm deinen rechtmäßigen Platz als Gothams neuer Beschützer ein. Sei voll und ganz willens, deine Mission zu erfüllen und diese Stadt zu schützen. Die nehmen definitiv kein Blatt vor den Mund, nicht wahr, Master Bruce? Wie stoppen sie ihn? Wird er nicht. Lane. Lane ist tot. Ich bin Azrael. Ritter des Ordens von Saint-Dumas. Der Orden hat dich angelogen, deinen freien Willen geraubt. Lügner, du verhinderst die wahre Gerechtigkeit. Wir stehen auf der gleichen Seite, Michael. Nein. Nein. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich tue. In diesem Fall hast du die Wahl. Bewahrer des Glaubens, du weißt, was getan wird. Der dunkle Ritter muss sterben. Azrael, erfülle deine Mission. Du hast dich richtig entschieden, Michael. Ich erfülle nur Gottes Werk. Der Orden muss bezahlen für das, was sie mir antaten. Ich kämpfe ja nicht gegen mich selbst, das wäre irgendwie dumm. Alfred, ruf die Aufnahmen vom Scanner des Batwings ab. Natürlich, Sir. Wie Sie sehen, hat der Batwing seine Runde über Founders Island beendet. Aber es gab keine Spur von Cloudburst. Ich würde Sie natürlich informieren, wenn sich die Situation ändert, aber... Oh, einen Moment, Sir. Ich empfange gerade einen Notruf aus dem Filmstudio. Batman! Ich hoffe, du kannst das hören. Das Filmstudio wird angegriffen. Robin hat Ärger. Hören Sie mir genau zu. Sie müssen diesen Raum versiegeln. Die Infizierten dürfen nicht raus. Natürlich. Was soll ich... Henry! Genug jetzt von dir! Sieh an, wer kommt denn da zu spät, um die Welt zu retten? Wie läuft's, Batbrain? Schon ein Weilchen her? Harley Quinn. Du erinnerst dich also? Wie schräg! Denn du hast das Einzige getötet, was ich je geliebt habe. Und jetzt erfahre ich, dass du eine ganze Generation neuer Joker für dich behalten hast. Ich weiß. Peinlich. Tu es nicht. Sie sind instabil. Oh, sie sind instabil? Vielleicht solltest du mal einen Blick in den Spiegel werfen. Alfred, ich muss zu den Filmstudios. Beeilen Sie sich bitte. Miss Quinn ist mental instabil. Robin könnte in großer Gefahr sein. Ich hab doch gesagt, wir hätten diese zweitklassigen Kopien massakrieren sollen. Wehe, wenn sie Robin töten, Bats! Das war mein Plan. Boah. Dieser Verstand. Nein. Oh. Ja, ich bin Batman. Scheint gar nicht so weit dahin. Ah,
Asche wird diese erbärmliche Stadt nicht retten. Die Bewohner von Gotham werden ihr geliebtes Zuhause für immer verlieren. Sie hat sich ein paar neue Joker gesucht. Los. Ohne die. Kommst du darauf, dass du eine Chance hättest? Ha, genau, bei dieser Joker-Tussi hättest du sicher mehr Glück. Ja. Christina Bell. Genau, zwei Persönlichkeiten zum Preis von einer. Ich könnte ein gutes Wort einlegen. Du musst nur fragen. Vergiss es. Ihr könnt mich mal. Was wollte Batman überhaupt mit all den Jokern? Oh, so ein Schwerttyp. Na gut, der war auch nicht. Aus dem Weg! Kommt schon, schnappt ihn! Bam. Öffnen. Stimmmusterfehler. Zugang verweigert. Was? Harley hat die Stimmerkennung geändert. Ich kann den Modulator, den ich vom Fahrer des Arkham Knight habe, anpassen, um ihre Stimme nachzuahmen. Klar kannst du das. Sieh an, wer zu spät kommt, um die Welt zu retten. Wie läuft's, Bad Brain? Schon ein Weilchen her. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll.
wer zu spät kommt, um die Welt zu retten. Wie läuft's, Batbrain? Schon ein Weilchen her. Sieh an, wer zu spät kommt, um die Welt zu retten. Das muss doch perfekt sein, eigentlich. Stimmkalibrierung abgeschlossen. Alles klar. Der Stimmensynthesizer kann Harleys Stimme imitieren. So kann ich die Tür öffnen. Mach auf! Mach auf! Es muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist der Funk hinüber. Wenn ich rausfinde, dass die faul rumhängen, lasse ich Big Al ihnen ihre schwächlichen Gliedmaßen abreißen. Das ist übel. Was zum Teufel? Jemand hat sie alle ausgeschaltet. Das war der dreckige Fledermausloser. Holt den Hubschrauber sofort runter! Ich will noch mehr Männer auf dem Dach und Wachgeschütze am Eingang! Und denk nicht einmal daran, nach unten zu kommen, solange er nicht tot ist! Habt ihr verstanden? Ich muss das Dach sichern. Ich kann Harleys Leute mit dem Stimmensynthesizer manipulieren. Arme Harley, verschwendet ihre Zeit mit diesen lieblosen Nachahmungen, wenn ich doch hier in dir bin. Mich verwirrt, wie sie deine streng geheime Betthöhle finden konnte, Betsy. Sie hat ja nicht mal ihr Spiegelbild im Spiegel gefunden, als ich noch... Check den Generator. Sieht aus, als hätte sie etwas zurückgeraten. Ezreal hat Gott verlassen. Was mach ich denn hier, ey? Immer noch falsch. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Ah. Was war jetzt dieser Stimmsynthesizer? Das gefällt mir gar nicht. Check den Generator. Nee, darauf falle ich nicht rein. Das ist eine Falle. Okay, sie haben dazugelernt. Tja, das hat nicht lange gedauert. Der nächste von euch Idioten, der versagt, wird Big Al's neuer Sandsack! Wir schaffen das, Jungs! Ja, für Harley und ihre Joker! Hat sich was bewegt? Ich sehe ihn! Jetzt hier drüben! Ah!
brauche langsam mal eine Spielpause. Ich nehme schon so lange wieder auf. Ups! Du bist tot! Warte! Heißt das, ich bin tot? Auf, Bruce! Steh auf! Ich muss das Dach sichern. Ich kann Harleys Leute mit dem Stimmen-Synthesizer manipulieren. Das war auch die beste Sache, glaube ich. Arme Harley, verschwendet ihre Zeit mit diesen lieblosen Nachahmungen, wenn ich doch hier in dir bin. Mich verwirrt, wie sie deine streng geheime Betthöhle finden konnte, Betsy. Sie hat ja nicht mal ihr Spiegelbild im Generator gefunden, als ich noch lebte. Sieht aus, als hätte sie etwas zurückgehalten. Ja, war jetzt nicht so. Ja, klar, nimm das bescheuerte Seil. Aber ich brauche echte Pause. Batman ist im Sicherheit!
Die Schläger sind erledigt. Jetzt muss ich mir Harley vornehmen. Das können wir machen. Auch wenn ich glaube, dass das nicht so einfach wird. Hä, warum steht da eigentlich Racen? Ist das nicht Grayson eigentlich? Da ist auch eigentlich noch ein G. Oh! Hi. Ach, damals. Du und ich und ein Trakt voller psychotischer Mörder. Ha! Hast dich noch nie so zu Hause gefühlt, was? Ach, komm schon. Du denkst, du bist anders, weil du noch nie jemanden umgebracht hast? Eilmeldung! Mich hast du getötet! Ich war dabei, weißt du? Du hast mein Heilmittel vor meinen Augen vernichtet. Hast mich meinen letzten Lacher röcheln hören. Und dann, nachdem du mich getötet hast, sagtest du, du hättest geteilt. Du konntest dir meinen Triumph nicht eingestehen. Nicht mal als Abschiedsgeschenk. Aber jetzt bin ich hier drin. Oh, wir beide kennen die Wahrheit. Du hast schon mal getötet. Und heute Nacht werde ich dich nochmal tun lassen. Na, ob wir hier irgendwann mal ankommen? Na. Hier kommt er, der große, böse Batman. So, nee. Krass. Hä? Ich glaube, er steht drauf. Bitte! Fackel dich ab! Ich muss irgendwas machen. Ach ja, der. Mach auf! Identität bestätigt. Ihr Zeit gelassen. Du wurdest überwältigt. Du wärst besser. Haltet euch, Batman! Das ist deine Bitch. Los, mach Hackfleisch! Sag gute Nacht! Batman sollte dir ein paar neue Tricks beibringen! Alter! Was dein Fiesling stellt? Was machen wir jetzt? Der interessanterweise genauso viel Energie hat. Aus dem Weg! Ja, das wird auf jeden Fall die letzte Folge für heute. Bye bye, Vögelchen! Überwältigt. Weiter so, Batman! Wie war das bei... Wir werden nicht mehr weglassen. Warum sollte er eigentlich eine Waffe in der Welt halten? Bitte schön!
genau so. Fackelt ihn ab! Haltet euch, Batman! Erledigt ihn, Männer! Erledigt ihn! Ich will den da! Alter! Was machen wir jetzt? Aus dem Weg! Putz ihn weg! Knappes Ding. Weg von mir! Denkst du, ich hätte Angst vor dir, Robin? Die Infizierten, wo sind sie? Sie sind nicht infiziert. Es sind Joker. Harley hat sie. Und sie wird nicht eher gehen, bis du tot bist. Wie hat sie uns gefunden? Wie ist sie reingekommen? An deiner Stelle würde ich reden. Er ist nämlich nicht immer so gut gelaunt. Woher soll ich das wissen? Ich schätze, sie ist schlauer, als du denkst. Unwahrscheinlich. Überprüfen wir den Batcomputer. Gute Idee. Ich riegle das ganze Gebäude ab. Niemand kommt hier raus, bis alle Infizierten gefasst sind. Sie ist einfach einmarschiert. Kein Alarm, keine Warnung. Irgendwas stimmt nicht mit der Spracherkennung. Vielleicht. Es gibt keine Anzeichen für einen Hack. Wenn sie noch hier sind, wird die Gesichtserkennung sie finden. Hab sie. Albert King ist im Wilden Westen. Sieht so aus, als wollte er sein Comeback vorbereiten. Sie haben Christina Bell zum Geisterhaus gebracht. Harley lässt sie von bewaffneten Schlägern bewachen. Charisma ist auf der Bühne. Keine Ahnung, was er dort plant. Und wer räumt das jetzt hier auf? Jetzt müssen wir sie nur noch zurückbringen. Ganz einfach, oder? Henry, was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendetwas hat mich am Hinterkopf getroffen. Alles klar. Ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.